75 Jahren Finanzen für unsere Demokratie. Ein Dreivierteljahrhundert geprägt von Meilensteinen wie Wiederaufbau, Wiedervereinigung, Währungsunion. Wir haben einige davon im Film gesehen. Und genauso geprägt von Herausforderungen und Umbrüchen, die manchmal schwierigen Entscheidungen und Abwägungen erfordern. Finanzpolitik heißt schließlich, das Erstrebenswerte mit dem Machbaren zu vereinen und dabei das Bürgervertrauen, das von existenzieller Bedeutung für die Demokratie ist, zu schützen und erhalten. Was dies bedeutet und vor allem, wie es gelingt, das werden wir nachher nach einer kurzen Impulsrede von unserem Gastgeber in einem Dialog erörtern mit, wie es im Film hieß, zwei der starken Persönlichkeiten, die diesem Hause vorgestanden haben. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr, den Bundesfinanzminister Christian Lindner sowie den Bundesfinanzminister AD Peer Steinbrück ganz herzlich zu begrüßen. Sehr schön, dass wir zusammen mit Ihnen in Ihrem Ministerium den Geburtstag feiern dürfen. Nun, lieber Herr Bundesfinanzminister, haben Sie das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Quain. Immer eine Freude, Sie hier zu haben. Wenn Sie unsere Veranstaltungen gestalten, bekommen die automatisch immer so etwas Weltläufiges. Ganz herzlichen Dank. Lieber Peer Steinbrück, meine sehr verehrten Damen und Herren, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, außer Dienst und im Dienst. Mir ist es nicht bei jedem Termin leider vergönnt, aber heute steht tatsächlich einmal eine Erfolgsgeschichte im Mittelpunkt. Eine Erfolgsgeschichte, die ihren Ursprung im Untergang des Dritten Reichs hat. Als die Bundesrepublik und das Bundesministerium der Finanzen 1949 gegründet wurden, lag unser Land ja nach der nationalsozialistischen Herrschaft in Trümmern und nicht nur die Städte waren zerstört, sondern unser Land hat ja auch eine moralisch katastrophale Niederlage erlitten. Wir können heute im Jahr 2024 hier in Frieden, Freiheit und Wohlstand zusammenkommen. Das war damals noch nur eine ferne Hoffnung, aber keine Gewissheit. Und dennoch im Jahr 1949, befreit von der Nazi-Herrschaft, da war schon die freiheitliche Ordnung erkennbar, auf die sich unser Land in den Jahrzehnten danach zumindest im Westen stützen konnte. Dort erfolgte die Wiedervereinigung die Wiedererrichtung der Demokratie mithin nicht aus dem Nichts, sondern konnte ja an freiheitlich-demokratische Traditionslinien aus dem 19. Jahrhundert und auch aus der Weimarer Republik anknüpfen. In der DDR entwickelte sich zugleich ein autoritärer Einheitsstaat mit gelenkter Wirtschaft nach sowjetischem Vorbild. Die Bundesrepublik aber machte sich unter anfänglich der Aufsicht der Westalliierten als Föderalstaat auf den Weg zu liberaler Demokratie und sozialer Marktwirtschaft. Und das Grundgesetz bildete wortwörtlich den Grund, das Fundament der staatlichen und der wirtschaftlichen Strukturen in unserem Land. Und 75 Jahre später leben wir immer noch gut mit diesem einstigen Provisorium. Die Bundesrepublik startete mit einer stark dezentralen Organisation und zugleich erlaubt das Grundgesetz reichlich Spielraum für Gewichtsverschiebungen zwischen Bund und Ländern. Und ich möchte sagen, zum Glück, denn ohne die 16 Länder und ihre Landesfinanzministerinnen und Landesfinanzminister würde das alles hier viel weniger Spaß machen. Das werden Peer Steinbrück und die ehemaligen Staatssekretärinnen und Staatssekretäre bestätigen können. Es ist immer eine Freude, wenn die Kämmerer der Landesfürsten sich in Berlin einfinden. Manchmal wird es nur etwas teuer für uns. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte der bundesdeutschen Demokratie ist untrennbar, auch mit der Geschichte der Finanzpolitik verbunden. Wiederaufbau, Wiedervereinigung,
Währungsunion und Wirtschaftskrisen. Es war die Finanzpolitik, die wesentliche Veränderungen in unserem Land ermöglichte, entscheidende Entwicklungen prägte und Stabilität gewährleistete. Hinter diesen Entscheidungen stehen und standen immer Menschen, die gestalten wollen. Dabei gibt es ganz offensichtlich nicht den einen Typus des Finanzministers, was beim Blick auf die Biografien der inzwischen 20 verschiedenen Hausleitungen auffällt, ist eigentlich hauptsächlich wie wenig, abgesehen vom Geschlecht, wie wenig die sich gleichen. Der erste Minister, Fritz Schäfer, war als ausgewiesener Föderalist schon früh Gegner der Nationalsozialisten gewesen. So hatte er 1931/32 auch einen persönlichen Rechtsstreit mit Adolf Hitler und war nach der Machtergreifung in Dachau inhaftiert. Als Minister baute er die Finanzverwaltung und den Haushaltsplan auf und reformierte das Steuersystem. Besonders nachdrücklich drängte er bei den Alliierten auch auf Begrenzungen bei den Besatzungskosten. Neue Forderungen begegnete er mit dem Zwischenruf "Nix, nix". Das brachte ihm bei den Mächtigen, die eigentlich den Krieg gewonnen hatten, den Beinamen ein "unser Finanzdiktator". Die mittelfristige Finanzplanung verdanken wir übrigens Franz Josef Strauß und auch den damaligen makroökonomischen Paradigmen. Strauß betrachtete sie als echten Einschnitt in der 18-jährigen Finanzgeschichte unseres Landes, der Bundesrepublik, was zeigt, wie zeitlich nah man in den 60er Jahren noch den Anfängen war. Und die mittelfristige Finanzplanung speist sich freilich aus dem Gedanken der Globalsteuerung, die Strauß zusammen mit Karl Schiller vorantrieb und die in gewisser Weise auch Ausdruck der Planungseuphorie und politischen Kybernetik der 70er Jahre gewesen ist. Die Folgen davon durfte unter anderem Gerhard Stoltenberg, der kühle Klare aus dem Norden, nutzen. Er amtierte ja den größten Teil der 1980er Jahre und, wenn ich das sagen darf, zusammen mit dem liberalen Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff entlastete er Bürgerinnen und Bürger und den Mittelstand und stellte Weichen für Wachstum und eine Gesundung der Staatsfinanzen. Theo Weigel konnte darauf aufbauen und die Wiedervereinigung mit ökonomischer Substanz vollziehen. Wenige wissen, dass ohne die Wiedervereinigung mit den entsprechenden Investitionslasten Deutschland 1989/90 den ausgeglichenen Haushalt erreicht hätte. Eines war allen Bundesfinanzministern gemein bis heute, und Frau Quain, Sie haben es angedeutet, wir alle mussten und müssen das Wünschenswerte mit dem finanziell Möglichen vereinbaren. Und deshalb ist diesem Amt eine gewisse politische Einsamkeit immanent. Theo Weigel hat das neulich aus anlässlich eines Ehrenessens zu seinem Geburtstag, das wir hier im Haus hatten, für mich aber tröstlich angesprochen. Er sagte mir, dass ungefähr 25 Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt die Menschen nicht mehr die Straßenseite wechseln, wenn sie einen sehen. An Herausforderungen fehlte es nie. Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder, die deutsche Einheit und die europäische Einigung, Wirtschafts- und Finanzkrisen. Per Steinbrück kann davon berichten, die Globalisierung, die Pandemie, der schreckliche russische Angriff auf die Ukraine oder jetzt die Anstrengungen zurückzukehren zu einer nachhaltigen und stabilitätsorientierten Fiskalpolitik nach der expansiven Phase. Zu jeder Zeit fielen Entscheidungen, die nicht nur schwierig waren, sondern auch umstritten waren und sind. Übrigens auch unter den unterschiedlichen Generationen der Hausleitungen und auch bisweilen im Haus und seinen Fachebenen. Meine Damen und Herren, eines aber war in diesem Haus unabhängig von der jeweiligen Hausleitung immer klar: die Überwindung der Teilung unseres Vaterlands und Europas, das wäre ohne die europäische Integration undenkbar gewesen. Ob bei Zollunion, zur Schaffung des Binnenmarkts, der Währungsunion oder den institutionellen Reformen als Antwort auf die große globale Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise, alle diese Meilensteine prägte das Bundesfinanzministerium aus einem europäischen Denken, insbesondere Vordenker wie Wolfgang Schäuble. Immer haben wir deutsche Interessen gewahrt,
aber zugleich diese Interessen eingebettet in den europäischen Kontext. Die dafür notwendigen Entscheidungen der Minister kamen niemals aus dem Nichts. Sie entsprangen und entspringen keiner göttlichen Eingebung oder sonstigen übernatürlichen Befähigungen. Vielleicht manche Finanzminister haben das für sich angenommen, aber ich jedenfalls in meinem Fall kann zusichern, da ist es nicht der Fall. Die Weichenstellungen hier im Haus, fühlen Sie sich angesprochen, die Weichenstellungen hier im Haus werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, gegen andere Optionen abgewogen, zur Entscheidung vorgelegt und schließlich umgesetzt. Dieses Haus ist also in seiner Essenz nicht Bau oder ein Organigramm, ein gesichtsloser Geschäftsbereich. Das BMF, das wird gebildet durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren individuellen Prägungen, Talenten, Präferenzen, ihrem Engagement und ihrer Leistung. Und deshalb möchte ich heute den ehemaligen wie den aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BMF herzlich für genau diese Einsatzbereitschaft danken, persönlich und auch namens der Bundesregierung. Sie haben sich Generation für Generation um dieses Haus und damit auch um unser Land verdient gemacht. Vielen Dank. Mit der Einheit unseres Landes, der fortschreitenden Liberalisierung der Gesellschaft, hat sich auch die Belegschaft des Bundesministeriums der Finanzen verändert. Zwar sind alle bisherigen Amtsträger, vor allem westdeutsch und männlich, aber insgesamt ist das BMF bereits viel weiblicher, vielfältiger und offener als jemals in seiner Geschichte zuvor. Seit 2021 haben wir auch erstmals eine weibliche beamtete Staatssekretärin. Was wir hier in den vergangenen 75 Jahren in Deutschland gemeinsam erreicht haben, meine Damen und Herren, das ist ein Erbe. Es ist aber keine Garantie. All das, was nicht nur in der Finanzpolitik erreicht und bewirkt worden ist, das ist eine Verpflichtung und sie muss in jeder Generation aufs Neue verwirklicht werden. Und deshalb geht uns die Arbeit hier im BMF nie aus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Herzlichen Dank, lieber Herr Minister. Und genau, Sie können hier bleiben und den mittleren Platz, mittleren bitte, nehmen, weil es geht gleich weiter im Dialog mit einem illustren Vorgänger, der in der ersten großen Koalition im Kabinett von Angela Merkel zwischen 2005 und 2009 gedient hat. Zuvor war er Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und er diente danach weiter im Bundestag bis, glaube ich, 2016. Per Steinbrück, sehr schön, Sie bei uns zu haben. Herzlich willkommen. Als erstes würde ich sehr gerne wissen, warum man sich freiwillig entscheidet für eine Rolle, die Per Steinbrück so beschrieben hat. Zitat: Man ist nun einmal der Hofhund. Um den Geldsack zu verteidigen, Haushaltspläne aufzustellen, hieß für mich immer, in Verteilungskonflikte mit den einzelnen Ressorts zu gehen. Eigentlich klingt das nicht wie der Traumjob, lieber Herr Steinbrück. Naja, man wird Finanzminister nach dem Motto, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Wir sagen, man wird nach Lage der Dinge zunächst mal von den eigenen Parteifreunden, von der Führungsebene der eigenen Partei gefragt, ob man dieses Amt übernehmen möchte. Und dann, das ist das Ziehen und das Hinsinken läuft darauf hinaus, dass das in der Tat eines der wichtigsten und fantastischen Ministerien ist, das es innerhalb der Bundesregierung gibt, was sich übrigens ja auch in einer besonderen rechtlichen, wenn nicht sogar verfassungsrechtlichen Rolle des Bundesfinanzministers am Kabinetttisch abbildet.
Danke sehr. Und übrigens, dieses Zitat von Herrn Steinbrück stammt aus einem Interview, was Sie finden werden in dem wirklich wunderbaren Festschrift, was dieses Haus herausgegeben hat zu diesem Anlass. Diese Festschrift ist hier erhältlich und jeder darf eine Kopie mitnehmen. Aber trotzdem, Frau Quinn, ist es erstaunlich, dass Per Steinbrück sich damals entschieden hat, dem Ruf Finanzminister zu werden nachzugeben, weil er war vorher ja ein beliebter Mann. Das unterscheidet ihn von mir. Ich war immer umstritten. Ich nehme an, dass diese Beschreibung des Hofhunds bei Ihnen, Herr Lindner, schon auf eine gewisse Resonanz stoßt. Und wenn ja, was macht trotzdem die große Faszination die Finanzpolitik aus? Ja, Frau Quinn, meine Damen und Herren, wir entscheiden hier über die Ressourcen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Politik lebt ja nicht nur vom Wort, sondern auch von der materiellen Grundlage, der Haushalt, die Steuern, die in unserer Wirtschaft eine erhebliche Bedeutung spielen. All bei diesen Fragen geht die Initiative aus diesem Haus aus. Auf die besondere institutionelle Einbindung hat Herr Steinbrück hingewiesen. Und deshalb ist das eine faszinierende Aufgabe mit sehr viel Gestaltungspotenzial. Dass mit großen Gestaltungsmöglichkeiten auch immer Kontroversen verbunden sind, das ist der Aufgabe immanent. Aber ich habe jedenfalls die Truppe hier bis runter zur einzelnen Referentin und dem einzelnen Referenten in den Referaten immer auch im besten Sinne des Wortes als kampfeslustig empfunden. Für viele von uns wirken die letzten 3 bis 4 Jahre, auch die Jahre Ihrer Amtszeit, Herr Lindner, wie eine große Polykrise. Angefangen mit der Pandemie, aber natürlich auch russischer Angriff auf die Ukraine, die Energiekrise, die Inflation, die scheinbar etwas langsamere, aber trotzdem sehr gravierende Klimakrise. Aber Ihre Zeit in diesem Hause, lieber Herr Steinbrück, war auch nicht gerade krisenfrei. Sie haben wohl den Beginn der Bankenkrise unter anderem erlebt. Erzählen Sie uns ein bisschen davon. Ja, aber diese Krise hatte nicht die Dimension und die Konsequenzen wie das, was, wie ich glaube, auch in dem historisch sehr schwergewichtigen Begriff der Zeitenwende zusammengefasst wird. Darf ich ein paar Worte verlieren, ehe ich dann eher kürzer auf die Finanzkrise einginge? Ich bin in der Tat davon überzeugt, dass an der richtigen Einführung dieses Begriffes Zeitenwende, der fand übrigens nicht erst in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers Februar 2022 statt, sondern sehr viel früher, wird etwas abgebildet, was die Politik zunächst mal richtig in den Raum gestellt hat, aber dann anschließend nicht mehr ausreichend erklärt hat in seiner Konsequenz und in seiner Dimension. Und ich fürchte, dass weite Teile der Zivilgesellschaft bisher auch die Konsequenz und Dimension dieser Zeitenwende noch nicht richtig begriffen haben. Denn wir vermitteln alle den Eindruck, es könnte im Wesentlichen so weitergehen wie bisher. Und das ist etwas ganz anderes qualitativ als das, was ich erlebt habe. Das Wirtschaftsmodell Bundesrepublik Deutschland steht vor dem Hintergrund globaler tektonischer Machtverschiebungen zur Disposition und wird weitreichende Auswirkungen haben auf unser zukünftiges Wirtschaften und auf unser Finanzgebaren. Und letzter Satz dazu, was die erkennbaren Haushaltsschwierigkeiten betrifft, allein im Aufstellungsverfahren für 2025, wird nach meiner Einschätzung in den folgenden Jahren noch viel schwieriger, mit unendlich vielen Verteilungskämpfen. Damals ist es eine, sag mal, in einem bestimmten Sektor mit sehr vielen Infektionskanälen stattfindende Krise gewesen, die in der Tat eine weltweite Verbreitung gefunden hat und wo ich zugeben muss, zunächst selbst auch unterschätzt zu haben, wie schnell diese Infektion, diese Ansteckungsgefahren gewesen sind, weil ich dachte, naja, das Ganze ist auf amerikanische Hypothekenkredite ausgerichtet und das werden die Amerikaner quasi untereinander abmachen müssen. Aber die Vernetzung der Finanzbeziehungen global war schon so weit, dass das in der Tat eine Erschütterungsdynamik auslöste, die ein Krisenmanagement erforderte. Und Kompliment, das Krisenmanagement in Deutschland entgegen vielen Annahmen zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat irrsinnig schnell und gut funktionierte. Das heißt, es wurde eine entsprechende systematische oder systemische Antwort auf die Finanzkrise hier in Deutschland in Abstimmung mit den Partnern gefunden, mit dem sogenannten Finanzmarktstabilisierungsgesetz, halten Sie sich fest, innerhalb von 3 bis 4 Wochen. Das heißt, der Staat war handlungsfähig und konnte auch dann noch mit weiteren gesetzlichen und anderen Maßnahmen dieser Finanzkrise einigermaßen Herr werden.
In der Tat musste ich meine Illusion aufgeben, einen ausgeglichenen Haushalt in dieser Legislaturperiode vorlegen zu können. Danke sehr. Und ich will auf das Krisenmanagement und auch zum Beispiel Rolle von G20 nachher einmal zurückkommen. Aber das, was Herr Steinbrück uns sagte über die Dimensionen der jetzigen Krise, diese Polly-Krise, trifft sich gut mit einem Zitat aus Ihrem eigenen Interview in der Festschrift, lieber Herr Minister. Sie haben gesagt, die Koalition sei in Verantwortung getreten, an der Schwelle zu einer neuen Epoche, eine Alte ging zu Ende in der Zeit, eine Zeitenwende. Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten mit der Zeit, die Herr Steinbrück gerade beschrieben hat? Und wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Unterschiede dazu? Ich bin, was die Diagnose der Situation der deutschen Wirtschaft und ihre Zukunftsperspektive angeht, durchaus optimistisch. Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft das Potenzial hat für einen Turnaround und dass wir auch Substanz haben. Sie hat ihre Anpassungsfähigkeit bewiesen. Freilich muss sie sich auch anpassen. Was die Verteilungskämpfe in den nächsten Jahren angeht, da sehe ich allerdings auch die großen Herausforderungen. Die Krisenbewältigung, Frau Quen, in dem Fall, in dem ich jetzt hier Verantwortung getragen habe, in der akuten Krise ist das eine. Deutschland ist eine so starke Volkswirtschaft mit so großer Glaubwürdigkeit am Kapitalmarkt, da können wir uns die notwendigen Ressourcen reservieren. Das ist gelungen. Ich denke mal an die Gas- und Energiepreisbremse. Die haben wir beschlossen im Spätherbst. Alle institutionellen Investoren hatten eigentlich ihre Bücher für das Jahr geschlossen und hat sich die Bundesrepublik Deutschland gemeldet und hat gesagt, wir brauchen nochmal eben einen deutlich dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag. Und Deutschland hat das Geld bekommen. Die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, ist eine andere. Zu erkennen, dass wir eben nicht in einer Krise sind, sondern in einer neuen Normalität. Während der Krise nutzt der Staat seine Möglichkeiten in einer außerordentlichen Situation. Aber jetzt müssen wir uns vollkommen neu justieren. Oder genauer gesagt, wir haben über eine lange Zeit, vielleicht Jahrzehnte, sehr gut von der Friedensdividende gelebt. Wir mussten für unsere Landes- und Bündnisverteidigung nicht die Ressourcen aufwenden wie in den Jahrzehnten zuvor. Und das hat sich nun verändert. Und diesen Anpassungsprozess zu gestalten, das ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Aber das ist eben nicht eine Notlage oder Krise, sondern das ist die neue Normalität. Und sie fordert, auch Prioritäten zu setzen, was unabweisbar notwendig ist, also von dem zu unterscheiden, woran wir uns nur gewöhnt haben oder was wünschenswert ist. Tauchen wir vielleicht jetzt etwas tiefer ein in das große Thema der Handlungsfähigkeit der Politik. Und Herr Steinbrück, mit fast nostalgischem Staunen habe ich Ihre Aussage zur Koalitionspolitik Ihrer Amtszeit gelesen. Ich zitiere wieder aus dem sehr interessanten Interview, was Sie in Festschrift haben. Zitat: Ich kann mich an große Reibungsflächen zwischen den beiden Koalitionspartnern nicht erinnern. Das galt allemal für Finanzthemen, zu denen schon in den Koalitionsverhandlungen weitgehende Einigkeit hergestellt werden konnte, die nicht wieder in Frage gestellt wurde. Wow. Ja, die damaligen Koalitionsverhandlungen waren in Sachen Haushalt, Steuern ziemlich gut vorbereitet durch die Vorfeldverhandlungen, die es gegeben hat, immer bilateral. In meinem Fall ist das der hessische Ministerpräsident Koch gewesen, der bei allen politischen Unterschieden mit mir sich ziemlich einig war, dass wir einen Grundstein legen müssen, der so lange wie möglich tragfähig ist, insbesondere mit Blick auf eine Reihe von Steuerreformen. Wenn Sie wissen wollen, wer die letzte große Unternehmenssteuerreform in Deutschland gemacht haben, dann müssen Sie mich angucken. Ja, dazu ja. Kommen wir gleich. Nur mal und das ging natürlich nicht als nicht, dass Sie meine Eitelkeit jetzt noch besonders weiter beschauen wollen. Das ging natürlich zurück auf solche Vereinbarungen und Vorbereitungen ebenfalls auch zum Haushalt. Das, was mich in der Tat sehr ermutigt hat, waren, dass wir gemeinsame Regeln aufstellten. Die erste Regel war, beschlossen ist erst, wenn wir über alles etwas beschlossen haben. Die zweite war, keiner instrumentalisiert den anderen.
Das dritte ist, keiner geht vorzeitig und stopft irgendwo oder macht irgendeinen Leak auf, um irgendetwas bekannt zu geben, um ein eigenes Profil zu stärken. Das waren die Regeln, die strikt eingehalten wurden und die die Voraussetzung gewesen sind dann für einen Koalitionsvertrag, in dem in Sachen Haushalt und Finanzen das für die Legislaturperiode im Wesentlichen so verabredet war, dass es dann auch funktionierte. Natürlich war dann das Auftauchen der Finanzkrise, übrigens die ersten Beben dazu im Sommer 2008. Auch in Deutschland erreichten sie mit Blick auf eine Bank in Nordrhein-Westfalen, IKB, das erste Mal ein deutsches Institut. Und dann 2009 eskalieren, ist natürlich eine Zäsur gewesen. Herr Linder, warum ist es heute so viel schwieriger? Nein, wir haben dieselben Regeln wie die damalige Koalition. Aha, okay. Aber die Regel gibt gelegentlich Anlass zur Vervollkommnung. Das ist sehr, sehr geschickt gesagt. Gibt es objektiv mehr Einschränkungen heute als damals? Also mehr Koalitionspartner natürlich. Das ist ja schon eine wesentliche Einschränkung. Politik wird ja limitiert durch die Zahl der Vetospieler. Je höher die Zahl der Vetospieler, die sich verständigen müssen, desto enger ist der individuelle Gestaltungsspielraum. Und wenn man nun sieht, wie die Zahl der Vetospieler oder der Mitentscheider, sage ich höflicher, um nicht das Wort aus der Entscheidungstheorie zu nehmen, das politisch missverstanden werden könnte, je höher die Zahl der Mitentscheider ist, desto schwieriger wird es. Allein auf der Bundesebene in einer Koalition von drei Parteien ist es komplizierter als bei zwei Parteien. Der Bundesrat kommt hinzu. Die Große Koalition, in der Per Steinbrück gewirkt hat, hat ja quasi auch eine Klammer gebildet, cum grano salis, zwischen Bundestag und Bundesrat, also A- und B-Länderseite. Das kann man nun von der jetzigen Koalition nicht in gleicher Weise sagen. Also meine Bemerkung über die sympathischen Verhandlungen mit der Länderseite ist ja erfahrungsgesättigt. Und deshalb ist es heute schwieriger. Und wir haben auch noch ein Bundesverfassungsgericht, was manchmal... Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich war sogar an dem Tag hier im Ministerium, als Sie davon erfahren haben. Wir kommen noch einmal darauf. Aber lassen Sie uns... Aber Herr Lindner und ich müssen jetzt zu einem anderen Termin, das tut mir leid. Lassen Sie uns vielleicht über die Unternehmenssteuerreform von damals sprechen. Das war, wie Sie sagten, Herr Steinbrück, tatsächlich die letzte große Steuerreform. Seitdem sind immer wieder Reformansätze gescheitert. Was hat Sie damals zu der Reform bewogen und wie haben Sie das handwerklich durchgesetzt? Der Ausgangspunkt ist gewesen, dass Deutschland schon im europäischen Vergleich, und ich will den globalen Vergleich weglassen, natürlich in der damaligen Besteuerung der Unternehmen, so im Hinterhalt war oder in der ungünstigeren Position des Handlungsbedarfs. Und ich fürchte, dass heute wieder dieser Handlungsbedarf besteht, wenn ich mir das im europäischen Vergleich angucke, sowohl für Kapitalgesellschaften wie auch für Personengesellschaften. Insofern steht diese Debatte erneut ins Haus mit all den damit verbundenen Problemen, auch wiederum verteilungspolitisch. Meiner eigenen Partei ist es damals offen gestanden nicht ganz leicht gefallen, eine solche Unternehmenssteuerreform mitzutragen. Genauso wenig wie eine Reform der Kapitalertragsbesteuerung, die ich durchgesetzt habe, nach dem Motto, es macht keinen Sinn, mit einem hohen Steuersatz auf Kapitalerträge zu warten, dann das Kapital allerdings dazu zu verhelfen, ins Ausland zu gehen, sondern dann lieber einen moderateren Satz zu nehmen von 25% und nicht den vergleichbaren Einkommensteuertarif zum Beispiel, um das Kapital möglichst in Deutschland zu halten. Das ist stark kritisiert worden. Ich gebe zu, es fiel einem nicht ganz leicht, weil man zu dem Ergebnis kam, warum sollen Kapitalerträge günstiger besteuert werden als das, was die Menschen mit Händen und Kopf erwirtschaften. Aber ich glaube, dass die Maßnahme damals richtig gewesen ist. Es ist verabredet worden, es ist durchgetragen worden, es ist von meiner Partei im Bundestag mitgetragen worden und von den Ländern ebenfalls, obwohl es erkennbar mit einer Reihe von Einnahmenverlusten verbunden gewesen ist. Was würden Sie heute ändern, wenn Sie heute eine Steuerreform machen würden? Welche Steuer? Mir fällt eine einzige Steuer ein, von der ich glaube, dass man sie in der Tat in den Fokus nehmen sollte, und es ist die Erbschaftssteuer.
Nicht die Vermögensteuer, das ist viel zu kompliziert. Alle, die hier Anwesenden kennen, die beiden Urteile des Verfassungsgerichtes aus den 90er Jahren, die ist nicht abgeschafft worden, sie ist, wenn man so will, suspendiert worden und seitdem nicht wieder aufgegriffen worden. Ich halte die diesbezüglichen Einlassungen meiner eigenen Partei für falsch. Aber wenn ich mir vorstelle, dass im Jahr ungefähr 350 bis 400 Milliarden Euro vererbt werden und das Aufkommen ungefähr 9 Milliarden Euro ist, also ungefähr etwas mehr über 2%, und ich über diese Erbschaften eine Vermögensakkumulation in Deutschland sehe, die zunehmend zum sozialen Problem und auch für die Kohäsion dieser Gesellschaft zum Problem werden kann, halte ich es für vertretbar, diese Vermögensteuer natürlich nicht konfiskatorisch, nicht prohibitiv zu erhöhen, aber moderat. Und wenn ich dies verbinde mit dem politischen klaren Commitment, dass diese Landessteuer, eine reine Landessteuer, ausschließlich in ihren Mehreinkünften oder Mehraufkommen für die Bildung ausgegeben wird, glaube ich, dass man dann bei hohen Freigrenzen und einer besonderen Berücksichtigung der Vererbung betrieblicher Vermögen sogar einen Konsens erzielen könnte. Herr Lindner, was sagen Sie dazu? Ja, ich begrüße auch die anwesenden Kollegen der Sozialdemokratie. Ja, die Position kenne ich natürlich. Ich war ja auch einmal Mitglied des Landtags, als Per Steinbrück Finanzminister und danach Ministerpräsident war. Also wir haben auch schon in anderen Rollen miteinander politisch diskutiert und gestritten. Damals hat er diese Position als Ministerpräsident und Landesfinanzminister auch gehabt. Und ich muss sagen, ich bin froh und erleichtert, dass er sie als Finanzminister nicht umgesetzt hat, sondern die Unternehmenssteuerreform. Denn von der hat unser Land, glaube ich, bis heute profitiert. Ich glaube, dass wir bei Veränderungen bei der Erbschaft und übrigens auch bei der Vermögensteuer, da stimmen wir ja überein, im Zweifel mehr verlieren als gewinnen, weil die großen Vermögen in der Regel ja betriebliche Vermögen unseres Mittelstandes sind. Ist aber eine hochkontroverse Diskussion, die wollen wir jetzt hier heute, weil sie auch parteipolitischen Charakter hat, gar nicht weiter ausführen. Ich will nur unterstreichen, was Per Steinbrück gesagt hat, zu der heutigen Notwendigkeit einer weiteren Unternehmenssteuerreform. Wir machen ja einiges bei Steuervereinfachung. Wir haben bei Abschreibungen und bei der Forschungszulage Schritte gemacht. Mit den beiden Zukunftsfinanzierungsgesetzen verbessern wir die Rahmenbedingungen für den privaten Kapitalmarkt, mobilisieren dadurch auch mehr Investitionsmöglichkeiten. Aber es bleibt eine Tatsache, dass wir durch Untätigkeit seit 2008 inzwischen in der Wettbewerbsfähigkeit des Steuerstandortes stark zurückgefallen sind. Oder anders gewendet, wir verlangen einen zu hohen Steuerpreis dafür, in Deutschland wirtschaftlich aktiv zu sein. Und deshalb können wir nicht nur vereinfachen und Anreize für Investitionen geben, sondern wir müssen eine Diskussion auch darüber führen, wie wir die effektive Belastung der Betriebe in Deutschland reduzieren. Gut 30% ist schlicht zu hoch. Ich begrüße die Abgeordneten von CDU, CSU und FDP. Ich würde jetzt einen Schnitt unter diesem Thema machen und zu einem vielleicht noch beliebteren Thema kommen, nämlich Schuldenbremse. Und manchmal wirkt es so, also nicht nur, weil Unternehmenssteuerreform so schwierig ist, aber insgesamt, als ob der Haushalt versteinert wäre. Und viele geben der Schuldenbremse dafür die Schuld. Die Schuldenbremse wurde in Ihrer Amtszeit eingeführt, lieber Herr Steinbrück. Ich weiß, dass Sie diesen Begriff nicht so gern haben, aber Sie gelten als Vater der Schuldenbremse. Das ist Ehre zu viel, aber es waren mehrere beteiligt in einer Föderalismuskommission. Und sagen Sie uns ein bisschen zu der damaligen Situation und warum Sie es damals für nötig gehalten haben und ob die Schuldenbremse, wie wir sie heute haben, noch zeitgemäß ist. Gut, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das nicht die erste Schuldenbremse oder erste Formulierung im Grundgesetz ist, die sich mit der Schuldenaufnahme beschäftigt. Das gab es auch schon vorher in Artikel 115. Ich hielt nur die damals dort verankerte Regelung für falsch mit vielen anderen. Sie hat die Netto-Neuverschuldung des Bundes gebunden an die Nettoinvestitionen.
aber der haushalterische Investitionsbegriff ist schlicht und einfach unvernünftig gewesen. Will sagen, jeder Euro, der in einen Autobahnkilometer ging, ist automatisch investiv gewesen. Und jeder Euro, der in die Köpfe, in die Ausbildung, in die Befähigung von Menschen ging, in die Bildung, ist konsumtiv gewesen. Das ist der eine Ausgangspunkt gewesen und der wesentliche Ausgangspunkt, um zu sagen, das geht so nicht weiter und wir müssen eine neue Schuldenregel haben. Und ich bin bis heute ein klarer Verfechter einer Schuldenbremse. Da will ich nie missverstanden werden. Ich glaube, dass es richtig ist, auch verfassungsrechtlich verankert, der Politik, egal von wem sie amtierend zusammengesetzt wird, eine Regel vorzusetzen, sodass sie aus einer gelegentlichen populistischen Regelung oder aus anderen taktischen und Überlegungen nicht in eine Verschuldung hineinstolpert, insbesondere auch mit Blick auf wünschenswerte, aber auf Dauer nicht finanzierbare, erst recht nicht schuldenfinanzierbare, konsumtive, will sagen, auch viele soziale Ausgaben. Deshalb haben wir eine solche Schuldenregelung erlassen, die in meinen Augen zurückkehrend an das Paar von Strauss und Schiller Keynes endlich vollständig verstanden hat. Nämlich nicht nur den Begriff des Deficit Spending in die Welt gesetzt hat, sondern auch einen Überzeugungsfeldzug versuchte zu starten, dass nach dem Deficit Spending irgendwann auf einem Ausgleichskonto dafür Sorge getragen werden muss, dass die aufgenommenen Schulden auch zurückgezahlt werden. Das ist nämlich der vollständige Keynes und nicht der halbe Keynes. So, das ist nun im Ende der Nullerjahre mit, ich glaube, dann Einführung tatsächlich 2016 passiert, mit einem noch weiteren Schritt der Länder zu meiner Verwunderung, weil ein bayerischer Spitzenpolitiker der CSU die Länder überreden konnte, dass sie nicht nur im Spielraum von 0,35% eine Schuldenaufnahme mit zusätzlichen gewissen Spielräumen machen konnten, sondern auf Null gehen sollten. Was mich damals etwas gewundert hat, dass alle Länder diesem Ruf, dieses Meisters nicht aus Hameln, sondern aus München gefolgt sind. So, heute bin ich überzeugt, dass diese Schuldenregel in der Tat zeitgemäß reformiert werden sollte. Dafür gibt es eine Reihe von Vorschlägen, die ich aus Zeitgründen jetzt nicht darstellen will, aber bei dem ungeheuren Investitionsbegriff, den wir haben, der, Klammer auf, übrigens auf Dauer auch nicht alleine öffentlich befriedigt werden kann, sondern wir sehr viel besser werden müssen in der Mobilisierung privaten Kapitals, weshalb das Thema einer europäischen Kapitalmarktunion in meinen Augen immer mitzukoppeln ist, glaube ich aber trotzdem, dass wir gut beraten sind, diese Schuldenregelung so zu verändern, dass sie auf der einen Seite die Leichtfüßigkeit der Politik bremst, Schulden aufzunehmen, aber auf der anderen Seite dem Investitionsbedarf, insbesondere von der öffentlichen Seite her, stärker entspricht als bisher. Auch das Sachverständigenrat, lieber Herr Lindner, rät zu einer Anpassung zur Reform der Schuldenbremse. Sind Anpassungen, Veränderungen überhaupt möglich und machbar und sind sie wünschenswert, auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in November 2021, wo die Starrheit der Schuldenbremse auch noch klarer ist. Ja. Interessant ist, dass über Veränderungen bei der Schuldenbremse oft im Zusammenhang mit aktuellen Haushaltsverhandlungen gesprochen wird. Also nicht mit einem Schleier des Nichtwissens, sondern aktuelle haushalterische Probleme führen sehr rasch zu aktuellen Reformvorschlägen der Schuldenbremse. Was ja ein Indiz dafür ist, dass es nicht um langfristige Investitionen geht, sondern oft genug versucht wird, Konsum- und Sozialausgaben zu schützen, indem man den Verschuldungsspielraum erhöht, dann für die Investitionen. Die, wie ich glaube, klügeren Reformvorschläge für die Schuldenbremse, wie etwa die der Bundesbank, die beziehen sich immer auf einen Zeitpunkt, zu dem Deutschland dereinst wieder die europäische Schuldenquote von maximal 60% erfüllt. Das heißt, die klügeren Vorschläge für Reformen der Schuldenbremse würden uns aktuell gar nicht helfen, sondern irgendwann im Verlauf meiner zweiten Amtszeit hätten die politisch eine Relevanz, die diskutiert werden könnte. In der Sache, erstens, wir haben europäische Fiskalregeln. Diese europäischen Fiskalregeln geben uns einen Netto-Primärausgabepfad für Deutschland vor. Die früheren 0,5% sind ja ersetzt worden jetzt durch einen Ausgabepfad, den die Kommission uns vorgibt.
Und die Träume, wie viel zusätzliche Gelder wir nutzen könnten für Sondervermögen oder sonst was, muss man sehr diskontieren, denn in etwa entspricht der Primärausgabepfad Deutschlands dem, was die Schuldenbremse erlaubt. Zum Zweiten, meine Sorge ist, dass gut gemeinte Reformvorschläge zu einem Dammbruch führen könnten. Dann bricht nämlich plötzlich Politik aus. Also ich sehe auch, muss sehr vorsichtig sein, weil auch Journalistinnen und Journalisten anwesend sind. Ich sehe, das muss ich nicht sein. Ja, das. Ich sehe auch, dass es zum Beispiel paradox ist, dass ein Jahr Krise und Notlage ist und im nächsten Jahr mit dem Kalender, der sich wechselt, ist das alles beendet. Das ist natürlich in der ökonomischen Realität nicht der Fall. Also entsprechende Anpassungsperioden, also zwischen 0 und 1, zwischen Schwarz und Weiß auch Grau zuzulassen, das könnte schon sinnvoll sein. Die Politik hat versucht, solch einen Anpassungspfad zu bauen, einfach gesetzlich. Sie haben auf gewisse Urteile des Verfassungsgerichts hingewiesen, die diese Möglichkeiten verstellt hat für die Zukunft. Das könnte eine Debatte sein. Und ich will einen dritten Punkt nennen, damit Sie nicht denken, ich sei borniert, was die Investitionen angeht. Ich habe ja auch einen Vorschlag gemacht, von dem ich glaube, dass er keinen Dammbruch auslöst. Wenn wir die 60% wieder erreicht haben, wenn wir also aus der Pandemieverschuldung herausgewachsen sind, sehe ich keine Notwendigkeit, die Pandemieverschuldung so ehrgeizig zu tilgen, wie das einst vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Sprich, bei 60% Schuldenquote würde ich die Tilgungspläne für die Pandemieverschuldung anpassen. Und das alleine brächte uns ohne Änderung des Grundgesetzes für den Bund über 9 Milliarden Euro zusätzlichen Investitionsspielraum im Jahr. Also insofern ist das ja ein Anreiz doch, jetzt noch eine Zeitdisziplin zu halten, weil uns dann eine Soliditätsdividende ins Haus steht. Darf ich eine Ergänzung machen? Ich stehe sehr, nicht erst seit dem Draghi-Begriff, Bericht, und der, wo ja vorgeschlagen wird, dass die Investitionsquote im europäischen Durchschnitt um 5% gehoben werden soll. Sehr unter dem Eindruck der Zahlen in Deutschland, wo wir seit Jahren unterschnittlich sind im europäischen Vergleich mit einer öffentlichen Investitionsquote, glaube ich, von 2,5%. Die Sozialstaatsquote beträgt 30%. Und deshalb sage ich jetzt etwas, was vielleicht atypisch für einen Sozialdemokraten ist, aber mit Blick auf die weitere demografische Entwicklung fürchte ich, dass der Druck darauf, diese Sozialstaatsquote immer weiter zu erhöhen, uns wie ein Staubsauger die weiteren Spielräume wegnimmt für eine Steigerung der öffentlichen Investitionen und wir damit Zukunft verlieren. Deshalb habe ich auch nie verstanden, deshalb habe ich auf der einen Seite Ihre sehr rigide Abwehr einer Reform der Schuldenbremse nicht verstanden und auf der anderen Seite die Haltung meiner eigenen Partei und insbesondere auch namentlich des Bundeskanzlers mit einer roten Linie, als ob wir öffentlich nie über eine größere Zielgenauigkeit sozialer Transfers reden dürften, mit der Tendenz, diese Sozialstaatsquote mindestens konstant zu halten, jedenfalls sie vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderung nicht weiter explodieren zu lassen. Vielleicht gibt es sogar einen gewissen Zusammenhang. Vielleicht zwingt ja gerade die Begrenzung der Kreditaufnahme dazu, im laufenden Etat die Treffsicherheit aller staatlicher Ausgaben inklusive der Sozialausgaben zu erhöhen, um Freiräume für Investitionen zu bekommen. Aber ich will den guten Gedanken von Ihnen noch in einer anderen Richtung weiterentwickeln. Wenn man Deutschland ansieht, unsere volkswirtschaftlichen Investitionen haben wir ja Bund, Länder und Gemeinden zu betrachten. Meine Hauptsorge ist die Investitionstätigkeit gegenwärtig auf der gemeindlichen Ebene. Wir haben im Bundeshaushalt eine Rekordhöhe erreicht, gerne noch mehr, aber wo wir eine negative Entwicklung in den vergangenen Jahren hatten, das sind die Gemeinden, Stichwort äußere Schulangelegenheiten, also Gebäude als Ressource für gute Bildung, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dort trifft in besonderer Weise das zu, was Per Steinbrück gesagt hat. Steigende Sozialausgaben verdrängen in den kommunalen Haushalten Investitionen und führen dazu, dass viele Gemeinden sich in Kassenkredite flüchten müssen mit den entsprechenden damit verbundenen Lasten. Und deshalb ist es eine große Aufgabe auch hier, nicht nur zusätzliches Geld zu organisieren, sondern strukturelle Reformen einzuleiten, damit insbesondere auf der gemeindlichen Ebene die deutlich unterproportionale Investitionstätigkeit wieder dynamisch wachsen kann. Danke sehr.
Eine letzte Frage, bevor wir zu einem anderen Thema kommen. Herr Steinbrück, wie stehen Sie zur finanzpolitischen Innovation des Sondervermögens? Sie sprachen am Anfang von der Zeitenwende, von der Krise, von dieser vielfachen Krise, in der wir stehen. Ist ein Sondervermögen ein nutzbares, wichtiges Instrument für Krisenbewältigung in Ausnahmezeiten? Ja, ich habe die Entscheidung der Bundesregierung seinerzeit zu den beiden, sagen wir mal, zentralen Sondervermögen, die gegründet worden sind, insbesondere mit Blick auf die Bundeswehr und mit Blick auf die Klimatransformation, für richtig gehalten. Insofern nörgle ich da nicht lange drumherum. Das, was mich eher beschäftigt, ist, dass wir es inzwischen mit Sondervermögen zu tun haben, wo ich glaube, der Bundesrechnungshof ausgerechnet hat, dass die mit einem Verschuldungspotenzial von über 500 Milliarden Euro verbunden sind. Das heißt, wir reden nicht über ein oder zwei Sondervermögen der jüngsten Zeit, sondern wir haben über die Geschichte der letzten Jahre offenbar eine ganze Reihe von solchen Auslagerungen aus dem ordentlichen Bundeshaushalt gehabt. Und noch einmal, das ist ein Verschuldungspotenzial in dieser Dimension, das einen doch gelegentlich zum Nachdenken bringt. Es könnte auch mit Blick auf die Notwendigkeit, die Verteidigungsausgaben zu steigern, wenn wir das 2%-Ziel auf 2028 erreichen wollen, ein neues Sondervermögen eine Antwort sein auf die Schuldenbremse, auf die Debatte der Schuldenbremse, und dasselbe natürlich nochmal mit Blick auf von mir aus die öffentliche Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur. Das wären auch Vorschläge, um aus diesem Investitionsstau herauszukommen. Aber das, was die Bundesregierung hier als Antwort in den letzten 3 Jahren gesucht hat, mit Blick auf die drängenden Herausforderungen, habe ich für richtig gehalten. Also wir reduzieren ja die Zahl der Sondervermögen. Und viele hier sind ja vom Fach und wissen deshalb, das ist nichts Intransparentes. Es wirkt immer so, es ist nicht im Bundeshaushalt und um Gottes Willen, das geht am Parlament vorbei. Das ist alles nicht der Fall. Sondervermögen sind natürlich Teil der Haushaltsberatung und werden in aller Öffentlichkeit aufgestellt und debattiert für bestimmte spezielle Zwecke. Ich nenne jetzt einmal den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Stichwort Pandemiehilfe. Finanzmarktstabilisierungsfonds ist dieser Tage in aller Munde, weil wir eine aktuelle Zuführung durch Privatisierung vorgenommen haben. Also das sind ja Instrumente, die einen bestimmten Zweck haben. Und da geht es nicht darum zu verschatten, was die haushaltspolitische Realität ist, sondern Planbarkeit zu schaffen und auch die Zweckgebundenheit zu betonen. Also sollte dieses Instrument bitte nicht dämonisiert werden, es wird gebraucht. Es gibt, glaube ich, wichtig, es gibt einen nicht geschriebenen fiskalischen Pakt zwischen Bürger und Staat. Und dieser fiskalische Pakt, ungeschrieben, der lautet in etwa, dass die Bürger auf der einen Seite den Anspruch haben, den berechtigten Anspruch, nicht konfiskatorisch mit Steuern überzogen zu werden. Und auf der anderen Seite die öffentlichen Güter finanziert zu sehen, die für ihre Daseinsvorsorge, ihre Sicherheit und ihre Entfaltungsmöglichkeiten erforderlich sind. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir müssen aufpassen, dass dieser nicht geschriebene fiskalische Pakt, dass der weiter funktioniert. Denn auf dem beruht Zustimmung, Legitimation des politischen Systems und damit auch unser demokratisches System. Ich will ergänzen, es gibt einen zweiten ungeschriebenen Pakt. Das ist der Generationsvertrag. Und weil ich ja gegenüber Journalisten nicht mehr Vorsicht walten lassen muss, bin ich ziemlich beunruhigt über das, was passieren könnte, wenn mit dem Rentenpaket 2 in meinen Augen dieser Generationsvertrag ihm nicht Rechnung geschuldet wird. Und diese Gefahr sehe ich. Und deshalb rate ich dazu, sich sehr genau zu überlegen, was ich für jetzt in die Rente kommende und in der Rente befindliche Menschen tue und was ich an zusätzlichen Lasten in Verletzung dieses Generationsvertrages meinen Kindern und meinen Enkelkindern aufbürde. Ich bin so froh, dass Sie später beim Abendessen neben Olaf Scholz sitzen. Gut, dann machen wir wieder einen Strich unter dem Thema. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen beiden einen Blick auf... Wollen Sie doch was sagen, Herr Stern? Nein, der Herr Lindner hat immer Unterhaltungswert, auch wenn er von seiner zweiten Amtszeit spricht. Also,
Er hat uns am Anfang gesagt, es wird eine optimistische Veranstaltung heute. Und ich würde gerne mit Ihnen, wir sind bald am Ende, aber ganz kurz einen Blick auf die internationale Ebene werfen und dann auf das eigene Haus, auf das Ministerium. Aber erstmal zur internationalen Ebene. Ich fand es sehr spannend, als ich jetzt für dieses Interview geforscht habe, Herr Steinbrück, mich noch einmal daran zu erinnern, dass es durch die Bankenkrise war, dass die G20 in der Form, wie wir sie jetzt kennen, praktisch zusammentrafen, nämlich zum ersten Mal auf Ebene der Staats- und Regierungschefs beim Weltfinanzgipfel 2008. Wie wichtig und effektiv war das Format damals? Und können Sie sich überhaupt vorstellen, dass es diese Rolle heute in der jetzigen geopolitischen Lage noch einmal spielen könnte? Also das erste G20-Treffen stand, das gab es nach meiner Erinnerung im November 2009. Damals noch Gastgeber Bush Junior, aber Obama war bereits President-elect. Es funktionierte vorher, wie ich fand, die G7-Treffen als Krisenmanagement sehr gut. Auch die Abstimmung mit der EZB, die Treffen fanden immer statt mit den Bundesbankpräsidenten. Ich hatte an meiner Seite einen allseits sehr respektierten Bundesbankpräsidenten, Herrn Weber, Axel Weber, und die Abstimmung auch bilateral, insbesondere mit Frankreich, funktionierte, insbesondere auch mit Trichet von der EZB. Also ich habe nicht damals so richtig verstanden, warum wir unbedingt dann noch auf die Ebene von G20 gehen sollten, aber es stellte sich als richtig heraus, um weitere Länder, die auch von der Finanzkrise betroffen waren und die zunehmend auch Gewicht erlangten im globalen Maßstab, die mit einzuladen. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass diese G20-Treffen doch eher nur noch rituellen Charakter haben und dass sich etwas geändert hat. Mein Eindruck ist, dass gegenüber den ersten Treffen es eine Art neuer Blockbildung im globalen Maßstab gibt zwischen eher autoritär organisierten oder sich verstehenden Staaten und einem globalen Westen, auch wenn sich diese Staaten untereinander in ihren Interessen sehr unterscheiden. Wenn ich mal an eine BRICS-Staaten-Konfiguration denke, wo Indien und auch China vertreten sind, aber wie wir alle den Zeitungen entnehmen, gibt es neue Mitglieder dieser BRICS-Staaten und es manifestiert sich sehr viel stärker nach der klassischen System Konkurrenz bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion eine, wie ich glaube, neue Blockbildung mit weitreichenden Folgewirkungen, auch übrigens was Handelsbeziehungen und Lieferketten betrifft, weil sich das leicht innerhalb dieser Blöcke noch abspielen kann und dann doch verbunden ist mit einer, ich sage, tendenziellen Reglobalisierung. Ich sage nicht Deglobalisierung. Und diese Konflikte, die spielen zunehmend zwischen diesen beiden Blöcken natürlich auch dann in dem G20-Kreis eine Rolle und machen, wie ich glaube, einvernehmliche Lösungen über diese doch Systemkonkurrenz, angeführt von den beiden Protagonisten China und den USA, ist schwieriger, als es damals 2009 gewesen ist. Und kurze Nachfrage zur europäischen Ebene während der Krise. Die Beratungen in den EU-Gremien zu den europäischen Verschuldungsregeln bezeichnen Sie in diesem Interview im Festschrift als ein Wiederholungszyklus, ähnlich dem Film täglich grüßt der Murmeltier. Das Schöne an diesem Film ist, es hat aber ein Happy End. Die Protagonisten finden den Weg zusammen. Heute bei den Divergenzen in Europa fragt manche, ob der Euro überhaupt ein ewiges Leben noch vor sich hat. Mit Sicherheit. Stellen Sie sich mal vor, der Euro würde renationalisiert werden in Peseten, in Lire, in D-Mark oder nennen wir es Taler. Was das für eine Dynamik an Auf- und Abwertung in Gang setzen würde, es fegt Europa von der Platte. Völlig undenkbar. Das ist ja auch der Unsinn, den einige in parteipolitisch etwas merkwürdigen Gefilden sich befinden, für möglich halten. In ihrem antieuropäischen oder sogar eine Anti-Euro-Reflex, egal ob ich solche Tendenzen nur bei der AfD vernehme oder auch beim BSW, die Vorstellung, dass diese Eurozone aufgelöst werden sollte und dass wir uns auf unsere nationale Scholle zurückziehen und glauben, unter den obwaltenden, schwierigen Verhältnissen einer Stand
Stand-alone-Position damit fertig zu werden, ist so ziemlich das Dämlichste, was ich von diesen Parteien höre. Und unverantwortlich bezogen auf die Rolle und die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. So, Herr Lindner hat ja letztlich das gute Ende gerade beschrieben, bezogen auf die neue Definition und Ausfüllung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes. Aber bis dahin habe alleine ich glaube, 3 Volten erlebt und hinterher Schäuble auch nochmal 3 Volten, sodass man gelegentlich verzweifeln konnte. Wenn die jetzige Verabredung tragfähig ist in der Auslegung, auch wie die Maastricht-Kriterien erfüllt werden sollen, dann würde mich das als Ersten sehr zufriedenstellen, weil ich glaube, dass unter der großen Überschrift der Selbstbehauptung Europas in einer sich stramm verändernden Welt dringend es erforderlich ist, diese Eurozone stabil zu halten und das mit dem größten Flaggschiff im Konvoi, nämlich der Bundesrepublik Deutschland. Herr Lindner, sehen Sie in der jetzigen Diskussion über die Übernahme der Commerzbank von UniCredit auch lang anhaltende Wirkungen der Bankenkrise damals, der Finanzkrise? Und was sagt diese Entwicklung über die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und auch des europäischen Bankensektors? Dazu sage ich sofort etwas, soweit ich es rechtlich kann. Ich will nur einen kurzen Gedanken noch zu der internationalen Entwicklung anfügen. Insbesondere in den letzten auch schon nur 3 Jahren ist eine ganz deutliche Veränderung geopolitisch zu spüren. Es fällt in internationalen Organisationen und auch in Formaten wie G20 zunehmend schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden. Also insbesondere mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und dieser Prozess beschleunigt sich. Und tatsächlich ist es eine Frontstellung zwischen liberalen Demokratien, man hat landläufig vielleicht mal der Westen gesagt, und den anderen, die vor allen Dingen vereint, dass sie eine Gegnerposition wahrnehmen. Das kann man aber nicht einfach passieren lassen. Also die Analyse werden viele teilen, aber was jetzt Not tut, ist, dass wir nicht erlauben, dass es zu einer dauerhaften Fragmentierung kommt. Das verlangt auch von uns etwas ab. Es verlangt nämlich von uns ab, nicht nur belehrend durch die Welt zu reisen, sondern auch öfter zuzuhören und auch uns um Verständnis zu bemühen mit schwierigen Gegenübern, die jetzt nicht in jeder Hinsicht unsere Standards teilen. Würden wir uns nur noch mit Kanada und Südkorea beschäftigen wollen und alle anderen, die unsere Vorstellungen nicht teilen, außen vor lassen. Die Konsequenz wäre, dass wir das Feld der Volksrepublik China überlassen, die dann nur zu gerne dieses Vakuum weiterfüllt. Sie hat schon große Fortschritte erzielt. Um etwas Positives zu sagen, im G7-Kreis erlebe ich eine Dichte der Zusammenarbeit bei den großen Dossiers, die beeindruckend ist, insbesondere was jetzt die Mobilisierung von Hilfe für die Ukraine angeht, ist da in kurzer Zeit Bemerkenswertes geleistet worden. Und wir sind jetzt momentan ja dabei, einen 50 Milliarden Dollar Kredit für die Ukraine zu mobilisieren aus den eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Und hier sind die Herausforderungen nicht im G7-Kreis, sondern da ist die Herausforderung in der Europäischen Union oder, um es auf ein Wort zu bringen, in Budapest. Und, aber das sagt trotzdem etwas über die internationale Zusammenarbeit und die Lage aus. Commerzbank. Der Bund kann, darf, will nicht auf Dauer an einer privaten Bank beteiligt sein. Deshalb war die politische Leitentscheidung, dass die Commerzbank auch privatisiert wird, einen ersten Schritt. Darüber hat der interministerielle Lenkungsausschuss entschieden. Das wurde dann von den Fachleuten und der Finanzagentur umgesetzt. Der Bund darf keine Industriepolitik betreiben, sondern er muss diskriminierungsfrei seine Anteile in den Markt geben. Und genau einen solchen Prozess, den haben wir jetzt gesehen. Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Bankensektors? Soll ich antworten? Ja. Muss noch besser werden.
gut. Muss noch besser werden. Ja, aber das mal klar anzusprechen. Da sind auch Fehler gemacht worden. Die große globale Finanzkrise vor 15 Jahren, die kam aus den USA, aus der Verbriefung von faulen Immobilienkrediten, also den Subprimes, zu uns nach Europa. Insbesondere gewisse Landesbanken haben sich infizieren lassen. In der Konsequenz gab es Regulierung in den USA und in Europa. Heute, 15 Jahre später, ist die Regulierung in den USA längst weg und liberalisiert. Da sind die größten Institute der Welt. Während wir uns in Grund und Boden gefesselt haben und unsere Institute im Weltmaßstab und auch im europäischen Maßstab, die deutschen, eine nur zu geringe Rolle spielen. Und deshalb verfolgen wir ja seit 2021 eine etwas justierte Finanzplatzpolitik. Jawohl, Verbraucherschutz wichtig, jawohl, Finanzstabilität von größter Bedeutung, aber Wettbewerbsfähigkeit des Banken- und Finanzplatzes ist auch ein legitimes Regulierungsziel. Aus dem Grund haben wir ja die beiden Zukunftsfinanzierungsgesetze auf den Weg gebracht. Und ich glaube, dass das auch eine Antwort darauf ist, wie wir die großen Investitionsbedarfe in unserem Land decken können. Vielleicht nur aus dieser Woche mal eine Initiative, die vom Finanzministerium ausgegangen ist, hervorheben. Wir haben einen Deal gemacht. Wir haben der deutschen Finanzwirtschaft, Kapitalsammelstellen, Versorgungswerken, Banken, Fonds, andere, haben wir angeboten, wir Regierung, wir werden bestimmte regulatorische und aufsichtliche Hürden für euch reduzieren, wenn ihr im Gegenzug ein Commitment abgebt, in Deutschland in bestimmte Risikoklassen wie Venture Capital mehr Kapital reinzugeben. Und wir haben es diese Woche, der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister waren mit mir zusammen bei einem Start-up-Kongress. Wir haben da präsentieren können, einerseits 10 Maßnahmen, die wir regulatorisch ergreifen und andererseits ein Commitment von 12 Milliarden Euro privaten Kapitals, das bis 2030 zusätzlich in Start-ups und Wachstumsunternehmen investiert wird. Und sowas gefällt mir, weil das Wirtschaftsförderung ist, die nicht einen Euro Steuergeld kostet. Das finde ich ausgesprochen positiv vor dem Hintergrund meiner Erfahrung als jemand, der in Aufsichtsräten von 2 Start-ups ist und beteiligt war nach der Suche von Kapital in Deutschland. Keine etablierte Bank, weder der öffentlich-rechtliche noch Genossenschaftsbank noch private Bank war dazu in der Lage. Die einzige Chance, die wir hatten, waren Family Offices in Deutschland. Mhm. Aber ich komme zurück, bezogen auf das Thema Commerzbank, ohne intensiv auf den spezifischen Fall einzugehen. Ich habe vorhin ein Plädoyer für eine europäische Kapitalmarktunion gehalten und freue mich, dass da einiges in Gang gekommen ist, auch in dem direkten Kontakt des Bundeskanzlers mit Macron und der zuständige Kommissar Dombrovskis einen zweiten Versuch in Europa macht. Ich halte es für eine ganz entscheidende Frage der Größenordnung und den Volumen des amerikanischen Kapitalmarktes, einen eigenen, starken eigenen europäischen Kapitalmarkt gegenüberzustellen, zur Mobilisierung privaten Kapitals für die unterschiedlichen Zwecke. Das bedeutet automatisch, dass wir in Deutschland nicht nervös werden dürfen, wenn darüber europäische private Banken weiter sich konsolidieren und wechselseitig sich übernehmen und auf der europäischen Ebene organisieren. Gar keine Frage. Selbstverständlich ist das richtig. Im Übrigen, wir müssen da gar nicht lange zögern, der deutsche Bankensektor ist nicht wettbewerbsfähig genug. Er ist auch nicht profitabel genug. Und der Satz, der mir immer häufig als Finanzminister entgegengehalten wurde, du musst die großen Banken zerschlagen, ist immer dummes Zeug gewesen. Ich meine, das Flaggschiff der deutschen privaten Bankenszene hat nur noch eine Börsenkapitalisierung von 23 oder 24 Milliarden Euro. Mehr nicht. Hat eine Cost-Income-Ratio von 84. So, eine ING hat eine Cost-Income-Ratio von 52. Die Gruppe hat eine Börsenkapitalisierung von fast doppelt so viel wie die Deutsche Bank, nur mal als Beispiel, eine niederländische Bank. So, das heißt also, die starke deutsche Realwirtschaft mit diesem starken Mittelstand, der teilweise Auslandsumsätze hat von 60-70%, findet in dem internationalen Umfeld auf der Seite der notwendigen Finanzpartner kaum noch entsprechende große, wichtige, international agierende deutsche Banken, jedenfalls nicht so, wie es eigentlich erforderlich wäre. Und da zunehmend auch übrigens von großen amerikanischen Playern abhängig zu sein, wäre neben der Notwendigkeit, uns zu versichern, dass die Amerikaner wahrscheinlich weiterhin auf Dauer
mitverantwortlich sein müssen für unsere Sicherheit. Mit Blick auf die Dominanz amerikanischer Internetgiganten ist der Bankensektor, ist der Finanzdienstleistungs der dritte Abhängigkeitsfaktor, den wir eingehen gegenüber den USA. Danke sehr. Ich würde eine sehr kurze letzte Frage nun stellen, gerne zum Finanzministerium selbst. Wir haben es im Film gesehen, diese große Bandbreite der Tätigkeiten, also die große Zahl der Mitarbeiter. Und zunächst an Sie, lieber Herr Steinbrück, in Ihrer Zeit würde gerade wegen der Finanzkrise die Abteilung internationale Finanzpolitik erheblich erweitert. Und das führte interessanterweise zu einer Verweiblichung und auch zu einer Mehrsprachigkeit. Und diese zwei Dinge gingen miteinander einher. Könnten Sie uns kurz sagen, was das bewirkt hat in diesem Haus? Ja, es gab die Notwendigkeit, diese Abteilung personell deutlich zu verstärken. Und dementsprechend wurde, ich weiß nicht, in Brüssel würde man sagen, wurden entsprechende Konkurs abgehalten, in denen sich Bewerber melden konnten und dann einer entsprechenden Beobachtung unterworfen wurden. Und es stellte sich fest, dass durch diese Konkurs zu 70% junge Frauen sich qualifizieren konnten und höchstens 30, wenn nicht nur 25% Männer. Das waren viele Frauen, die ihre ersten Berufserfahrungen in Anwaltskanzleien gemacht hatten, die in der Tat mehrsprachig sein mussten, weil wir auf dem europäischen und internationalen Parkett ja präsent sein mussten und die allerdings in dem kleinen Irrtum verhaftet waren, dass sich in einem Finanzministerium ihre Work-Life-Balance verbessern würde gegenüber der Anwaltskanzlei. Das war ein kapitaler Fehler vor dem Hintergrund der Turbulenzen, die es während der Finanzmarktkrise gab. Aber diese jungen Frauen habe ich sehr deshalb bewundert, weil die ganz anders auftraten als die jungen Männer. Ungefähr alle zwei Wochen lud ich meistens am Donnerstag oder Freitagnachmittag zu einer sogenannten Blue Hour ein, um mich zu bedanken für den enormen Einsatz dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist in irgendeinem der größeren Seitensäle hier gewesen. Und dann gab es einen Gin Tonic oder ein Glas Wein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Alkohol floss auch. Und ich kam in den Saal hinein und stand fest, dass der immer einer ganz bestimmten Aufstellung unterlag. Die jungen Frauen standen alle in der Mitte des Raumes. Die Männer liefen immer entlang der Wände. Und wenn ich dann in die Mitte des Raumes kam, dann kamen diese jungen Frauen auf mich zu und sagten, guten Tag, Herr Steinbrück. Es freut uns, dass Sie hier uns einen ausgeben, aber das verdienen wir auch. Und wenn ich die Männer begrüßte, dann sagten die immer so, guten Tag, Herr Minister, schön, dass ich Sie mal kennenlerne. Das heißt, es war ein völlig anderes soziales Verhalten, auf das ich da traf und stellte fest, dass es doch ein erheblicher Gewinn auch für die Umgangsform im Finanzministerium sein könnte, den Anteil von Frauen zu fördern. Und Herr Linder, Sie haben unterstrichen. Sie haben unterstrichen, dass diese Entwicklung auch weitergegangen ist. Ja, Diversity ist hier ein großes Thema im Haus. Auch die Internationalisierung, da hat sie wirklich sehr viel getan. Ich habe es mir zur Gewohnheit werden lassen, dass ich Referatsleiterinnen und Referatsleiter, die in den Ruhestand gehen, dass ich die verabschiede. Dann führe ich ein Gespräch. Da gibt es übrigens welche, die sagen, es ist das erste Vier-Augen-Gespräch mit einem Minister, das sie jemals hatten. Nee. Doch, sagen die. Ich glaube nicht, dass sie alle 191 getroffen Nein, haben. Nein, das nicht. Aber es galt die Regel, jeder Referent kommt bei Rücksprachen mit seiner Vorlage zum Minister bei mir. Nicht nur der Abteilungsleiter, nicht nur der Unterabteilungsleiter. Und wenn es darunter, ich weiß nicht mehr, das wäre der Referatsleiter, der Referent auch, der sollte genau wissen, dass ich seinen Vermerk gelesen habe, dass ich ihn beurteilt habe und dass ich wissen wollte, wer hat den geschrieben und was denken Sie sich dabei. Das war übrigens die Schulung, die ich im Kanzleramt der 70er Jahre hatte. Dann ist die Übung möglicherweise nach Ihnen eingeschlafen. Genau. Aber jedenfalls, es gibt. Das halte ich übrigens im Ernst nicht für völlig ausgeschlossen. Ja, ja. Also jedenfalls, das ist meine Übung. Ich spreche also mit den ausscheidenden Referatsleiterinnen und Referatsleitern, beziehungsweise auch darüber hinaus, und mache so ein Verabschiedungsgespräch. Ist hochinteressant übrigens, weil die haben ja nichts mehr zu verlieren.
und sprechen deshalb in aller Offenheit über politische Inhalte und auch über personalwirtschaftliche Fragen, geben sehr gute Anregungen, da profitiere ich äußerst von. Aber ich will auch Folgendes hinaus. Da gibt es nicht wenige, von denen sagt man dann ja, sie oder er sei in der 2 oder in der Z oder in der 5 groß geworden. Das sind also Persönlichkeiten hier im Haus, die Verdienstvolles geleistet haben, aber die ihre ganze Dienstzeit in einer Abteilung tätig gewesen sind. Und Diversity jetzt im Finanzministerium bedeutet nicht nur, dass wir die weiblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, sondern auch, dass wir dafür sorgen, dass die Bandbreite der Verwendung größer wird und dass wir mit Trainee-Programmen und anderem auch bewusst Anreize geben, in andere Bereiche reinzuschauen und auch internationale Verwendungen anzustreben, mal rauszugehen aus dem BMF, Standort Berlin, in eine internationale Institution, darf ja nicht ein Nachteil sein, weil man vom Radarschirm der Vorgesetzten verschwindet, sondern im Gegenteil, müsste eigentlich eine Investition in langfristig eine Führungsrolle sein. Also da hat sich einiges verändert, dass manches auch geblieben ist im BMF, das kann ich in der Tat aber auch nicht verhehlen. Es gibt so ein paar sehr tolle Traditionen hier. Das Haushaltsbier zum Beispiel in der Abteilung 2, wenn der Bundeshaushalt durchgekämpft ist, das ist eine Tradition, die es gibt und die geblieben ist. Und ja, für mich faszinierend, damit das auch mal einmal gesagt ist, ist die Bandbreite des Hauses. Wir haben jetzt sehr viel über das Ministerium selbst gesprochen, aber das BMF, sein Geschäftsbereich, ist ja viel größer. Also Bundesforst bis Zoll, das ist faszinierend. Also man kann sich hier wirklich den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr mit diesem Haus beschäftigen und erfährt immer noch Neues, Faszinierendes. Und deshalb sollte niemand, der hier in das Haus kommt, zu schnell es wieder verlassen wollen. Und deshalb soll auch niemand hier weggehen ohne eine Kopie des Festschrifts, denn vieles davon wird da auch beschrieben. Wir hatten jetzt einen wunderbaren Einblick in 19 der 75 Jahre Finanz für die Demokratie. Dank Ihnen beiden. Bitte noch einmal einen herzlichen Applaus für die zwei Minister. Applaus